Die Fraktionschefin der Grünen und ehemalige Verbraucherschutzministerin Renate Künast hat den Umgang mit der Darmseuche EHEC scharf kritisiert. Sowohl im Gesundheits- als auch im Agrarbereich gebe es Defizite, sagte sie in Berlin. Ein gezieltes Krisenmanagement, das der Gesundheitsminister betreiben müsste, indem man auch guckt, bewegt die Fragebögen, wo kann man personell helfen, ja, und Sachen, die nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen müssen, übernehmen. Ich sehe kein Krisenmanagement im Bereich Agrar, weil dort gibt es sowas wie ein nationales Krisenmanagement, ein Plan bisher nicht. Und der müsste nämlich gezielt verteilen, wer kontrolliert was, welche Produkte, welche Transportgegenstände. Stattdessen höre ich, dass man sich am Mittwoch treffen wolle, aber keiner weiß genau, was man dort eigentlich beschließen will. Es gibt keinen nationalen Aktionsplan, weder im Gesundheitsbereich noch im Agrarbereich, und das halte ich für einen Mangel.